Ja, und willkommen zurück. Ich hatte jetzt eine ganz kurze Aufnahmepause, weil ich dringend nochmal einkaufen musste. Sonst hätte ich dieses Wochenende ohne Essen dagestanden. Gut, jetzt schauen wir mal, was wir weitermachen. Wir hatten, glaube ich, noch ein paar Nebenquests jetzt bekommen. Es nimmt einfach kein Ende. Der große Kaiman können wir noch nicht machen. Herz und Verstand hätten wir noch. Was anscheinend noch nicht fertig ist. Warum nicht? Mit mir noch reden. Nochmals danke für alles, was du getan hast. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Abenteuer. Nein. Komisch. Fehlt da noch was? Freiheit. Diese Menüführung ist ein Graus. Gut, Herz und Verstand scheint noch nicht fertig zu sein, warum auch. Aber wir können mal gucken. Das Herz der Schlange mit zwei Gräbern. Das wäre. Wo wäre das denn? Das hier irgendwo. Mal raus, da sieht man sowieso nichts. Das ist, glaube ich, das da, oder? Das ist zwei Gräber, ja. Was haben wir noch? Der Preis des Überlebens. Das wäre hier. Menü. Also Leute, das habt ihr doch nicht getestet, oder? Das wäre hier. Hier wäre das irgendwo. Also würde ich sagen, gehen wir mal dahin. Da müssen wir eigentlich auch nicht gehen. Da können wir auch schnell reisen. Mal gucken mal, ob ich noch hier was vergessen habe. Ist das? Das ist Holz. Aber Holz hatten wir, glaube ich, genug, oder? Ja, Holz hatten wir genug. Ach, Moment, das war nicht das Lagerfeuer. Das da unten war das Lagerfeuer. Wir haben vier Fähigkeitspunkte. Die werden wir natürlich noch einsetzen. Mal schauen, vier Stück, da könnten wir ja zwei Zweier nehmen. Haben wir denn noch zwei Zweier? Ja, wir haben sogar noch zwei Zweier. Die Schlinge der Viper, stellen Sie Lockfallen auf. Genau, das waren die Lockfallen. Und dass wir das an. Das sieht ja auch aus. Und die Nadel der Echse, das ist dann praktisch, dass die Überreste, Outfits nicht so viel kosten. Ich glaube, dann haben wir nichts mehr mit Zweien, oder? Doch, hier, da hatten wir noch einmal zwei. Zwei. Kosten die denn eigentlich zwei? Kosten die doch auch nicht zwei. Muss ich das Prinzip jetzt verstehen? Nee, oder? Gut. Wir werden bestimmt noch genug Punkte kriegen. Inventar haben wir auch noch irgendwas zu. Da. Die Shotgun können wir upgraden. Der aufgebaute Lauf. Mehr Schaden. Und der gepolsterte Schaft. Besserer Rückstoß. Wobei, damit hatte ich jetzt eigentlich kein Problem. Und dann noch der Pumpgriff. Das ist der da. Ja, war es das schon? Haben wir noch irgendwas? Nein. Also behalten wir alles mal, wie es ist. Wir haben auch nichts Neues. Dann machen wir mal ganz schnell eine Schnellreise zum anderen Ende der Stadt. Nämlich nach hier. Das war doch das, wenn ich das richtig gesehen habe, müsste das hier an diesem Lager sein. Schauen wir mal. Fleißig. Und dann ist das da jemand, mit dem wir reden müssen, wahrscheinlich. Der sitzt jetzt plötzlich da. Verzeihung. Ja? Ich würde gern wissen, ob du schon lange hier wohnst.
Mein ganzes Leben. Also wirklich sehr lange. Dann kanntest du Amaru schon, als er noch klein war. Ob ich Amaru kannte? Ja, das kann man sagen. Und seinen Bruder auch. Amaru war der Ältere, ruhigere, fleißigere. Beide waren vom Unbekannten fasziniert und wollten die Welt um sich herum entdecken. Sairi war dabei der Forscher, der Abenteurer und Amaru der Gelehrte. Zusammen waren sie unschlagbar. Jeder spornte den anderen immer weiter an. Sie standen sich also nah. Sie waren unzertrennlich. Alle Brüder streiten mal. Aber bei den beiden dauerte das meistens nur ein paar Minuten. Und danach wurde ihr Band immer noch stärker. Und andere Menschen? Sie ließen keinen an sich ran. Es war ein Spiel für sie, Geheimnisse zu haben. Mit Geheimversteck, eigenem Code, einfach alles. Ein Versteck? Ja, ich weiß nur, dass sie immer klettern mussten. Tut mir leid, ist ewig her. Wie haben sie es genannt? Die Himmelsstraße? Das ist es, die Straße zum Himmel. Ich würde sie gern sehen. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo sie sein könnte? Oh, wie du sicher bemerkt hast, bist du hier am Fuß eines Berges. Da muss man klettern. Ja. Ja, lass mich raten, es geht da lang. War aber da oben nicht schon mal? Hier liegt schon mal Gold drin. Das ist Wunschbrunnen. Schmeißen die da immer Geld rein? Dann könnte ich ja eigentlich auch hier campen. So genug Geld für alle Sachen haben, die man sich so kaufen kann. Okay, aber hier oben waren wir doch schon mal. Geht das jetzt da ganz plötzlich wieder weiter? Wie überall mit diesen DLCs. Das ist nix. Na, hier oben waren wir doch schon mal. Da wollte ich gerade sagen, da haben wir noch was abgeholt. Hab jetzt noch Jade. Ah ja. Den, glaube ich, hatten wir auch geholt. War das Ding ja letztes Mal auch schon da? Ah ja, da geht's sozusagen direkt ins Grab. Boah, er hat gar nicht rumgemeckert, ne? Normalerweise meckert er doch rum. Wollen sie wirklich? Ja, diesmal nicht gemacht. Na, ja, schauen wir mal. Hier ist nichts. Dann schwimmen wir einfach mal los. Hier ist nichts. Glücklicherweise sind hier auch keine Piranhas. Noch was. Und da sind wir auch schon. So, jetzt sind wir wieder bewaffnet. Das da hinten sind das Gegner. Ja. Okay. Hat der andere wohl nicht gehört, dass wir ihn blocken wollten. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Das Lagerfeuer können wir nicht. Was ist hier? Achso, da können wir links machen. Das ist... Ach, das ist nur ein Logfile. Okay, Moment. Ich muss mal gucken. Logfile.
Suche Krieger, Lockpfeile, letztes Jahr, Erholung, nein, das war es nicht. Stellen. Lockpfeil, Toxinpfeil. Toxinpfeil. Doch. Warte, das ist ein Lockfeld. Ja, Lock. Piep, piep. Egal. Wir probieren das gleich nochmal aus. So. Ja, nee, auf der Karte war ja eh nichts eingezeichnet, ne? Ja. Aber wir sind. Das ist nicht. Nee, das ist nicht. Da unten. Diese Krypta da. Mal gucken, wenn wir da mal hinkommen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um dieses Grab. Ach, da drüben. Das sieht schon mehr aus wie ein Grab. Ja, doch. Müssen wir bis ganz nach oben. Hier an. Hm, was ist das? Alle? Ah ne, Motta. Timbuyak jalele kuchil zone maschanu kabetalti le piskinob kutalobo. Sunak lecho. Kannst du mich dann, hast du etwa Augenrücken, Mensch? Na. F1 teilen drücken, ja. Okay, nochmal. Darum hat er uns gesehen, weil sich umgedreht hat. Jetzt haben wir ihn. Entschuldigung, das war die falsche Waffe. Die war etwas laut. Was ist denn? Ja, wir sind sehr vorsichtig, sehr geräuscharm. Und auch immer wieder fast tot. Ich krieg das wohl nie hin. Na, hier hätte sich das wahrscheinlich richtig gut gemacht mit dieser Leiche. Hier sind noch welche, oder?
Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Holz schon genug? Ja. Machen wir ein paar neue. Ja, das war genug. Alles voll. Da müssen noch irgendwo Gegner sein. Jetzt würde sie hier nicht. Davon haben wir noch nicht genug. Okay. War doch auch Holzbündel, oder? Sonst würde sie hier nicht so geduckt rumgehen. Keine Feinde mehr. Bären, was ist das? Das ist eine Rauchbombe, ja gut. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hier ist auch nichts, außer dass wir hochkommen. Dann gehen wir nochmal hoch. Da sind ja auch wieder mehr als gedacht. Was ist denn hier los? Utz tutanov uchikpahal yetel uhasikuyol lesatal olobo. So, einen haben wir auf dem Weg geschafft. Bin ich jetzt mal so frei und mach den gleich mal zur Bombe. Kunshanta la tukultikesh, kimpatanol kanani gueye, taglekenu het samaru tsoku pistale. Hatchach bastin guyach, yola la maru. Awokel yola le wal wal suk umansike. Janin wilik wamish ba. Janmasho holtek. Lekatu yilaje. Janin like si kimbati al gel bashake. Leol al tustabon gueye, bastin has. Keshika uchuk wabashe. Nakalin wol kabechtenka uchuk wabashe. Ja. Der steht da oben recht fest. Leiche ist keine Bombenleiche mehr. Keshika uchuk wabashe. Nakalin wol kabechtenka uchuk wabashe. Mal sehen. Jetzt wirst du, wo der andere ist. Der wird doch bestimmt gleich um die Ecke kommen, wenn ich da jetzt hingehe, oder? Ah, jetzt ist er unter Beobachtung, Mist. Bin ich unter Ja, noch einen. Diesmal machen wir es richtig professionell, ja was? So, mal gucken. Oh, nein. Okay, mit dem blöden Helm geht das auch nicht.
Ja, nie ist klar. Ist schon klar. Oh, hab ich auch niemals gesehen, ey. Sag mal, wo schießen die denn? Ich kann nicht mehr tragen. So, war es das jetzt endlich? Hätte ja fast klappen können. Ach, guck mal, da hätten wir auch hochgehen können. Aber da hätten wir uns wahrscheinlich gesehen, oder? Gut, dann plündern wir die jetzt einfach noch. Wollen ja nichts verkommen lassen. Ja, das mit diesen Leichen, das war schon im zweiten Teil auch nicht so prall, weil die kommen ja immer nicht so recht daran vorbei. So, da noch. Hier war ja sonst nichts weiter. So, mal gucken. Apakatesh Tanil, Hachem Peluchoke Siku Pole, Janu Luke Sati. Ja gut, wenn sie Igel uns gesehen haben, ne? Dann können wir auch gleich wieder die Knifte rausholen. Was ist ein Messerchen? Au! Das ist ja wohl nicht. Ja, was? Ah ja, die beiden. Ja, das ist jetzt. Läuft nicht so richtig. Schauen wir mal. So wie sie hier noch rumgeistert, sind hier noch mehr Feinde. Ey. Ja, die Frage ist nur wo. Also ich sehe jetzt keinen. Gut, dann ist das wieder so eine Bunkertür, auf die man drückt. Drück. Wahnsinn. So, also ich bin mir nicht sicher, aber... Oh, doch, sie geht wieder zu. Warum ist sie jetzt wieder zu? Ah. Eigentlich sollten doch hier jetzt aber keine mehr drin sein, oder? Ey, sonst hätte die Folge schon abgelöst. Ja, dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Ah, da war es schon. So aus, das ist schon der Sarkophag, oder? Kein Wunder, dass Amaru es so gut bewachen ließ. Das ist Zairis Grab. Da ist eine Inschrift. Auf Latein. Ich werde nie wieder zögern. Was das wohl bedeutet? Da ist auch ein Schlüssel. Okay, versuchen wir Rot im Norden. Tanz, Baum, Wasser, 9. Es bedeutet auch viele. Tanzendes Wasser bei vielen Bäumen. Ich glaube, ich weiß, worauf diese Beschreibung passt. Und wird sie es uns denn auch verraten? Sieht nicht so aus, was? Na?
Was lädt er jetzt so lange? Hier. Und wir sind wieder draußen. Super. Dieser Schlüssel wurde mit Zairis Leiche begraben. Also hat Amaru ihn mit hineingelegt. Wollte er ihn bewahren oder verstecken? Wahrscheinlich beides. Ein Maya-Symbol ist darauf abgebildet. Ähnlich wie die auf dem Verschlüsselungsrad. Es bedeutet Norden. Okay. Naja, den Schlüssel hatten wir gerade. Müssen wir mal gucken, wo müssen wir jetzt hin? Dieses Menü! Ich frei hier. Oh, mein Herrgott, wer hat denn diesen Mist gebaut? Echt mal. Nee, das hatten wir doch schon. Wo waren wir denn jetzt? Bei Grieber, ne? Nee. Das hier, der Drache und der Prinz, der Preis ist überlegen. So. Wo? Takisiade-Würfel. Ja, das bringt mir jetzt absolut überhaupt nichts. So, mal gucken. Ist hier irgendwo was eingezeichnet? Das ist schön, dass ihr das was sagt. Mir sagt das gar nichts. Wirklich gar nichts gerade. Ja. Ja, das ist, wenn wir Q drücken. Da sagt er, da in die Richtung. Position 3, Moment. Norden. Die sichtbaren Symbole lauten Tanz, Baum, Wasser, 9 oder viele. Wo bin ich denn jetzt hier? Da lang geht's. Voll verwirrt hier. Das ist die große Frage, welches... komme ich jetzt hier runter, ohne zu sterben? Also vielleicht mal ganz normal hinunter? Nein, natürlich nicht. Oh je. Hi. Hast du was Interessantes gefunden? Was hältst du von tanzendem Wasser neben vielen Bäumen? Was für ein poetischer Name. Das ist das alte Bewässerungssystem. Okay. Computer. Unoratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi. Warum kann ich jetzt keinen Krumm mehr drücken? Komm nicht mal auf die Karte. Irgendwo hier vielleicht? Ja. War hier was? Ah ne, da waren wir schon. Da war nix. Aus irgendeinem Grund komme ich auch nicht auf die Karte. Warum nicht? Kann ich Escape drücken? Dann komme ich da an. Okay. Das alte Bewässerungssystem. Oh, kann auch noch weitermachen. Gut, dann brauche ich wieder diese blöde Schlangenoutfit. Das alte Bewässerungssystem, ja. Ist das nicht das Bewässerungssystem? Nee. Hi. Du, das hatten wir auch schon. Irgendein Lama fehlt doch. Egal. Nee, hier auch eher weniger, oder? Wo ist denn? Wir sind diesem blöden Bewässerungssystem doch schon mal gefolgt. Ging denn das lang? Warum darf ich jetzt diese Karte nicht mal aufmachen?
Nein, da will ich nicht hin. Der ist Schlacht. Oh, da ist er. Guck mal da hinten. Fliegende Kuh. Flupp und weg war's. So, hier läuft doch was lang. Das läuft bis dahin und das war's. Okay. Ja, hier läuft's weiter. Ich weiß nicht, ich folge dem jetzt einfach. Aber das fällt mir nicht ein, solange ich nicht an die Karte komme. Du darfst nie hinaus in die Wildnis gehen. Verstehst du das? Niemals. Pack dich der Narwal und friss dich mit einem Biss. Mutter, was ist der Narwal? Was für ein Narwal? Ja, wir haben einen Radplatz. Zuckelt. Einfach nicht in diese Karte. Ist das Spiel jetzt kaputt? Ist sich was verklemmt? Tab brauche ich auch nicht drücken. Das bringt nichts. Das alte Bewässerungssystem. Noch Q nicht drücken. Geh mal hier drüben hin. Viele Bäume. Tanzendes Wasser, viele Bäume. Ist dieses? Ist das jenes? Sieht nicht so aus, als wäre das das hier, oder? Das ist ein Bewässerungssystem. Ich guck mal da hinten, wo die ganzen Teiche waren. Vielleicht ist es ja da, aber ohne diese Karte weiß ich jetzt auch nicht. Das ist aber eine hässliche Vogelscheuche. Das war das voll. Heilkräuter. Das war aber noch nicht voll. Gehen wir mal hier hoch. Dann gehen wir mal da hinten hin. Moment. Das ist nochmal am Arsch. Das hat man, glaube ich, auch schon gestreichelt, oder? Streichen jetzt trotzdem nochmal. Und dann gehe ich jetzt mal nach da. Hier ist doch kein Bewässerungssystem, oder? Tanzendes Wasser. Ich hatte orientiert, dass ich jetzt weder Q noch E noch sonstiges. Also F, ne, das geht doch, aber Q geht nicht. Warum nicht? Ist meine Tastatur kaputt. Ja, ich bin jetzt gerade etwas überfragt. Ich war etwas damit überfragt, dass ich halt. Es wackelt aber. Dieses hier. Das da drüben ist. Nee, das ist. Viele Bäume. Na gut, ich hüpfe trotzdem mal runter. Nee, Arschbombe. Viele Bäume. Woher soll ich wissen, was das bedeutet? Es könnte alles heißen. Hm. Okay. Mal gucken, was passiert, wenn wir uns mal ins Feuer setzen und uns mal umziehen. Dann können wir zumindest das da noch machen. Hinsetzen können wir uns. Ich ziehe mal wieder das Schlangenoutfit an. Und ja, ich weiß es auch nicht, aber wir werden in der nächsten Folge mal zu diesem Bengel da gehen und mal gucken, ob der irgendwas weiß, aber
Das ist jetzt schon, wäre dann etwas merkwürdig, oder? Aber wir schauen mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.